ich denke, wir dürfen deshalb heute hier im Jahre 2013 festhalten, wir haben gemeinsam in kurzer Zeit viel erreicht, obwohl die Rahmenbedingungen ungeheuer schwierig waren. Und unser Ziel ist klar und unser Ziel muss sein, weitergehen, die neue Offenheit weiter ausbauen, Türen für die Zukunft weiter aufmachen. Weitergehen ist die erste politische Pflicht. Ich bin deshalb entschlossen, wir geben ein neues, starkes Signal für die besondere Verbindung mit unseren tschechischen Nachbarn. Wir wollen den politischen Dialog dauerhaft weiterführen und auch vertiefen als unverrückbare Größe in der Beziehung unserer Länder. Wir wollen eine feste Institution schaffen für diesen Dialog. Deshalb möchte ich, dass Bayern, das haben wir auch bereits in unserem Kabinett beschlossen, über Ludwig Spende und Christine Hartha, ein Verbindungsbüro in Prag errichten. Es gehört ja zu den Besonderheiten Bayerns. An und für sich werden wir nach unserem Grundgesetz außenpolitisch durch die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Aber noch kein bayerischer Ministerpräsident hat sich an diese Regel gehalten. Wir vertreten uns selbst und damit auch Sie. Und deshalb werden wir eine bayerische Repräsentanz mit großer Stärke in Prag errichten. Ich werde dieses Verbindungsbüro direkt an die Staatskanzlei ansiedeln. Ein bisschen was muss ich ja auch selber arbeiten. Der politische Draht zwischen Bayern und Tschechien ist Chefsache. Und was mich besonders freut, wir werden auch euch da wieder sehr stark beteiligen.